Ja, Frau Hertwig, Herr Bustian, schönen guten Morgen zunächst erstmal. Morgen, Herr Löwe. Wir sprechen ein bisschen über Regulierung, zunächst über das Vermögensanlagengesetz, das ja Anfang Juni in Kraft tritt und von dem man ja eigentlich dachte, es sei hauptsächlich für den Vertrieb relevant. Aber nun hat sich ja herausgestellt, dass auch eine ganze Reihe von Initiatoren betroffen sind, insbesondere solche Häuser, die Zweitmarktfonds oder Portfoliofonds und andere Dachfondskonzepte anbieten oder angeboten haben. Können Sie das kurz erklären, wie das zusammenhängt? Ja, das tue ich gerne. Jetzt mit dem Vermögensanlagegesetz sind ja Kommanditanteile qua Definition Finanzinstrumente geworden. Und die Dachfonds investieren eben nicht direkt in physische Assets, sondern investieren ja in Kommanditanteile, die jetzt Finanzinstrumente sind. Und dann erst in der zweiten Stufe wird in die physischen Assets investiert. Und somit betreibt der Dachfonds Anlageverwaltung im Sinne des KWGs. Und das ist wiederum reguliert und zulassungspflichtig. Betrifft das auch bereits bestehende Fonds? Das betrifft auch bereits bestehende Fonds. Seit September 2008 sind davon alle Fonds betroffen, weil es gibt an der Stelle keine explizite Ausnahmeregelung derzeit. Okay. Herr Bustian, was hat das denn für eine Konsequenz für einen Initiator? Wie aufwendig ist denn das eigentlich? Weil es eigentlich ja eher im Augenblick darum geht, die Diskussion, wie umgehe ich das? Ist das eigentlich notwendig oder ist der Initiator vielleicht, besorgt sich einfach die Zulassung und fertig? Ja, man sollte schon ein paar Stellschrauben ziehen. Letztendlich ist der Initiator unmittelbar erstmal von den Dachfonds nicht betroffen, wenn er das Produkt konzipiert hat, sondern es ist der Fonds selbst. Beim AIFM, worauf wir später ja kommen werden, ist der Initiator selbst erstmal betroffen. Durch eine geschickte Auswahl und eine Kosten-Nutzen-Analyse macht es durchaus Sinn zu fragen, wie bringt es eigentlich mein Unternehmen weiter, jetzt schon die Lizenz zu beantragen und dann später, wenn AIFM kommt, alles unter einem Haus zu vereinen. Mhm. Aber jetzt nur bezogen auf diese Anlageverwaltung, ist das, wenn man das beantragt, muss man ja Finanzdienstleistungsinstitut werden, wenn ich das richtig weiß. Ist das sehr aufwendig oder ist das eher so eine Sache, die kann auch ein kleiner Initiator schaffen? Also wir glauben, dass die AIFM-Regulierung durchaus weitgehender ist, die sich ja am Modell des offenen Investmentfonds orientiert, mit auch weitergehenden Mindestkapital- und Reporting-Anforderungen, während die Anlageverwaltung eher ein Typus ist, wie Sie gesagt haben, Finanzdienstleistung. Es gibt ja auch eine Abstufung der deutschen Regulierung, die Vollbank ganz oben und der Vermittler ganz unten. Die Anlageverwaltung ist ungefähr, kann man sagen, in der Mitte angesiedelt. Es gibt sehr viele Anlageverwalter und Finanzportfolioverwalter, die nur 3 bis 4 Mitarbeiter haben und trotzdem relativ gut durch die Regulierung kommen. Mhm. Nun sind ja hier beim VGF-Summit natürlich ausnahmslos professionelle Unternehmen vertreten, aber es gibt ja auch gerade bei den Fonds, die schon platziert wurden, unter Umständen den einen oder anderen Initiator, der gar nicht mehr da ist oder der sich nicht richtig kümmert. Was hat denn das für eine Folge für den Fonds und für die Anleger, wenn ein Initiator, der eigentlich eine Zulassung zur Anlageverwaltung bräuchte, nicht von sich aus aktiv wird? Müssen die Anleger aktiv werden? Müssen die Vermittler irgendwas tun? Also nach meinem Verständnis sind ja in der Regel die Gesellschaften auch mit Beiräten bestückt. Ja. Und natürlich, wenn der Beirat Kenntnis davon hat, dass hier gesetzliche Tatbestände nicht erfüllt werden durch die Geschäftsführung, dann wird er zumindest die Geschäftsführung explizit auffordern müssen, das zu tun. Und alle Fonds sind ja durch eine Geschäftsführung vertreten. Insofern ist das auch, glaube ich, der richtige Adressat an dieser Stelle, dort tätig zu werden. Ja. Selbst wenn der Anbieter nicht mehr am Markt agiert, gibt es ja aber den Fonds noch und die Geschäftsführung. Ja. Und die Vermittler sollten dann vielleicht, kann man das so sagen, einfach mal gucken, was sie platziert haben in der Vergangenheit, ob da vielleicht der ein oder andere Fonds dabei ist, der da runterfallen könnte. Also und auch überprüfen, auch im Sinne ihrer Anleger dann, ob der entsprechende Initiator Maßnahmen ergreift oder nicht. Kann man ja das so sagen? Also das kann man, glaube ich, so sagen, denn der Vermittler, den trifft natürlich eine Verantwortung, da er die Anlage vermittelt hat und auch eine Fürsorgepflicht für seinen Anleger, den er ja auch weiterhin betreut. Also insofern würde ich da ihm zustimmen. Okay. Kommen wir zur AIFM. Das ist ja die nächste Regulierungsstufe sozusagen, die dann die Emissionshäuser, die Initiatoren betrifft und die bis spätestens Mitte 2013 umgesetzt werden soll. Die AIFM-Richtlinie aus Brüssel gibt es ja schon, aber das deutsche Umsetzungsgesetz oder einen Entwurf dazu gibt es noch nicht. Kann man sich denn jetzt eigentlich schon als Initiator konkret darauf vorbereiten oder sollte man lieber warten, bis es soweit ist, dass man auch weiß, wie das deutsche Gesetz aussehen wird? Ja.
Also von unserer Seite ist es natürlich so, dass wir immer propagiert haben, dass man Schritt halten muss mit der Regulierung, aber auch nicht zu weit nach vorne preschen soll. Wie Sie ja schon angedeutet haben, ist es ja so, es gibt noch kein deutsches Umsetzungsgesetz und viele Stellschrauben auf der Ebene Reporting sind eigentlich noch nicht gestellt worden. Aber Sie können auf strategischer Ebene schon wichtige Entscheidungen treffen und sollten sie auch jetzt schon machen. Die erste Frage ist ganz klar Identifizierung, wer im Konzern AIFM sein soll. Soll es eine Tochtergesellschaft sein? Soll das Emissions auch selbst zum AIFM erwachsen? Oder holt man sich vielleicht einen Partner rein, um auch die Mindestkapitalanforderungen erfüllen zu können? Und auf der zweiten Ebene auch, wie stelle ich meinen Vertrieb auf? Denn letztendlich wird über den Vertrieb auch in Zukunft ein Produkt vertrieben, das reguliert ist und das entsprechend Anforderungen auch an die Beratungsqualität dieser Produkte nach sich zieht. All diese Konzernüberlegungen und diese strategische Ausrichtung sollte man eigentlich schon in 2012 getroffen haben. Okay. Glauben Sie, dass vielleicht abschließend alle ernstzunehmenden Initiatoren das auch hinkriegen werden oder wird das für manche eine Hürde sein, die sie nicht packen werden, die AIFM-Zulassung? Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass die Anbieter am Markt jetzt, die also in der Vergangenheit auch ständig und platziert haben, dass die das schaffen werden. Also, bin ich fest von überzeugt. Also die größeren sowieso, aber auch die kleineren, wenn sie denn bereit sind, vielleicht sich zusammenzuschließen mit anderen oder wenn sie selbst eben wachsen wollen, dann hat Herr Busan ja schon ausgeführt, dass eben auch kleine Häuser mit 5, 6 Mitarbeitern nur durchaus es schaffen, den Regulierungsanforderungen gerecht zu werden. Okay, vielen Dank. We'll be right back.